Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir haben also da einen Ladestecker, einen Schnellladestecker, wo so richtig viel Energie rauskommt. Geri, wo sind wir denn heute? Ja, vor kurzem haben wir uns ja in der Thematik Elektromobilität über Zweiräder und die Möglichkeiten dort unterhalten. Und heute sind wir bei den ganz schweren Jungs im Autobusbereich und fahren heute einmal mit einem E-Autobus von Albus auf den Geisberg hinaus. Also eine richtig interessante Herausforderung. Und das wird, denke ich, ein sehr spannendes Thema werden. Geil. Albus ist eine Gemeinschaftsfirma der Salzburger AG mit der Dr. Richard Gruppe. Das Busunternehmen befördert mit seinen rund 270 Mitarbeitern alleine im Linienbetrieb rund um Salzburg etwa 12 Millionen Passagiere pro Jahr. Albus setzt dabei auf modernste Technologie und betreibt seit einigen Monaten auch den ersten batterieelektrischen Bus. Dieser kommt unter anderem am Geisberg zum Einsatz. In der Remise treffen unsere beiden E-Profis Harry und Geri heute Werkstattleiter Peter. Peter, du bist ja ein E-Autofahrer und was für unsere Zuseherinnen jetzt nicht interessant war, wo ist denn der Unterschied zwischen einem E-Auto und einem E-Bus? Oder gibt es überhaupt Unterschiede außer der Größe? Für mich sind die größten Unterschiede eigentlich das, dass der Bus die Leistung obergeregelt hat für ein sanftes Anfahren und Abbremsen für die Fahrgäste. Weil wenn die Leistung freigeschalten ist, was wir bei dem Bus einmal probiert haben, softwaretechnisch, dann würden die Räder nur durchtragen. Da kannst du fast nicht wegfahren, weil so viel Leistung da ist und das ist für einen Bus nicht brauchbar. Wir versuchen den Bus natürlich so einzustellen, leistungstechnisch, dass wir am wenigsten Strom brauchen. Weil unser Ziel ist, an jedem Bus, jede Linie, einen ganzen Tag ohne Zwischenladen fahren. Das ist für uns das Wichtigste. Bei den technischen Daten gibt es natürlich jetzt schon ein paar Unterschiede. Wir haben eine Batteriekapazität von 480 kW. Der Motor hätte eine Leistung von 780 kW. Die Leistung braucht man am Geisberg, wenn er über 40 km/h fährt, dann schaltet er die volle Leistung frei. Aber die braucht man nie. Das sieht man an der Anzeige. Die volle Leistung braucht man eigentlich nie. Natürlich am Verbrauch beim BKW, wenn du so sagst, hast du zwischen 15 und 20 kW, beim Bus haben wir 80 kW. Bei denen, wo wir einen optimalen Verbrauch haben, haben wir 80 kW pro 100 km. Also etwa viermal so viel wie ein größerer PKW. Ein vergleichbarer Dieselbus bringt es auf 50 Liter pro 100 km auf den Geisberg, rund siebenmal so viel wie ein vergleichbarer größerer Diesel-PKW. Da sind die Elektrofahrzeuge dank Energierückgewinnung beim Bergabfahren deutlich besser unterwegs. Während Geri mit Peter noch einen Blick in den recht leeren Motorraum wirft, und Sie sehen, dass Sie nichts sehen, trifft Harry Hermann Heckel, den Geschäftsführer von Albus. Albus fährt bereits seit 2008 mit alternativen Antrieben. Begonnen hat man mit Erdgas, denn die Batteriebusse waren vor 15 Jahren noch nicht ausgereift genug. Damals hat es die Möglichkeit noch nicht gegeben. Wir haben zwar zu der Zeit schon den einen oder anderen getestet. Da haben wir Schiffbruch erlitten, teilweise haben wir es mit dem Sattelschlepper geholt. Da waren einfach die Fahrzeuge noch nicht so weit. Ja. Heute ist das anders. Jetzt haben wir letztes Jahr haben wir massiv getestet, haben wir mehrere Wochen das Fahrzeug im Einsatz gehabt, auch am Geisberg, wo wir heute fahren. Und es hat sich gezeigt, das ist jetzt da schon serienreif, das können wir einsetzen. Haben dann zufälligerweise diese Ausschreibung auch noch gewonnen, dass wir heuer noch 6 Busse kriegen. Der Begriff Green Vehicle Directive kommt ja von der EU. Was verbirgt sich denn da dahinter? Ja, die Green Vehicle Directive ist eine Verordnung der Europäischen Union. Das heißt, es gilt in ganz Europa, wo wir im urbanen Bereich ab 2030, alles was Niederflurfahrzeuge sind, praktisch Green Vehicles einsetzen müssen. Darf zählen für die EU nur wasserstoffbetriebene Fahrzeuge oder batteriebetriebene Fahrzeuge. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir jetzt schon anfangen und umstellen, weil wir brauchen die Erfahrung. Wir haben doch einen Linienbetrieb mit an die 80 Busse, 80 bis 90 Busse im Einsatz. Und da müssen wir jetzt dabei sein, dass wir die Erfahrung sammeln, dass wir dann auch 2030 wirklich alles schaffen und dass das funktioniert. Das heißt also, wenn da einige Busse kommen, brauche ich auch Lademöglichkeiten. Wo kommen denn die hin? Harry, da gehen wir ein Stückchen, das zeige ich dir. Am Gelände von Albus entsteht in den nächsten Monaten eine größere Baustelle. Denn viele Elektrobusse brauchen viel Strom. Dafür errichtet das Greentech-Unternehmen Salzburger AG eine neue 30 kW Trafostation. Dann graben wir da oben auf, diese ganze Länge da,
Und dann werden praktisch pro zwei Busse wird jeweils eine Ladesäule gesetzt, wo wir dann 360 kW laden können. Das heißt pro Abgabepunkt mit 180 kW. Okay, du hast jetzt gesagt, ich könnte dann 180 kW also einladen. Wenn er ganz leer wäre, dann war er da, was weiß ich, in zweieinhalb Stunden war er da wieder eigentlich voll, oder? Ja, genau. Genau so ist es. Ja. Wir brauchen auch bei den Fahrzeugen nicht immer diese 480 kW. Mit 480 kW haben wir eine Reichweite von annähernd 400 km mittlerweile. Wir sehen auch da gibt es einen riesen Unterschied von Fahrer zu Fahrer. Das heißt, wir werden da auch noch nachschulen. Ja. Weil der eine braucht am Kilometer 0,87 kW, der andere braucht 1,1 kW. Das riecht doch förmlich nach einer Challenge für unsere E-Profis, oder? Wir fahren jetzt am Gorsberg rauf, der E-Bus, und ich fahre hinten noch mit meinem ENIAC und dann schauen wir bei der SOC-Anzeige, mit wie viel Prozent fahren wir unten weg, mit wie viel kommen wir oben an. Und dann ist natürlich interessant, beim Oberfahren, wie gut rekuperieren wir. Und das wird die Challenge werden, wer rekuperiert mehr Strom beim Oberfahren. Die Messung ist jetzt zwar nicht ganz exakt, aber irgendeinen Wettbewerb brauchen wir, weil sonst geht es bei uns nicht. Und dann machen wir halt den. Ich fahre mit dem Bus, du fährst ja mit dem ENIAC. Hinten noch. Harry, hast du Fahrkarten gekauft? Nein, die habe ich vergessen. Naja, das lässt sich schnell beheben. Also ab in die Fahrzeuge und los geht's. Der E-Bus fährt voraus und Gary hinterher. Wer braucht wohl weniger Strom auf den Gaisberg und wieder zurück? Ich glaube, der Bus gewinnt. Weil? Weil der besser rekuperiert. Bergab, glaube ich. Aber ist nur eine Vermutung, ist nur ein Gefühl. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Am Mirabellplatz startet die offizielle Fahrt auf den Gaisberg und ausgerechnet hier warten gleich mehrere Schulklassen auf den Bus. Sie wollen hinauf auf den Gaisberg. Das bedeutet jetzt extra viel Gewicht für den Bus. Danke, dafür habt ihr mehr Blut. Das hat sich Gary gleich ganz genau angesehen. Die Erkenntnis ist, dass er randvoll ist, dass er bergauf ziemlich viel Strom brauchen wird. Bergab ist er dann wahrscheinlich leer, das heißt meine Chancen steigen gerade ein bisschen. 90 Personen werden da jetzt hineingehen und das heißt also, das wird Stresstest pur. Jetzt wird es also richtig knapp. Wir werden sehen. Fahrer Jimmy lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er fährt mit dem Bus nach oben. In Guckental steigen noch zusätzlich einige Paragleiter ein. Sie wollen das traumhafte Flugwetter über der Stadt Salzburg genießen. Auch sie haben noch Platz im E-Bus, der mit voller Kraft auf den Gaisberg kurft. Harry, wie war's? Es war mega. Also das Fahrzeug hat also Power von unten aus, das ist ein Wahnsinn. Jimmy, ja. Du bist ja auch gewohnt, dass du so jetzt also mit Dieselbussen fährst und du fährst also mit dem. Gibt es da Unterschiede? Mit den Elektrobussen sehr bequem, sehr komfortabel zu fahren. Und da braucht nämlich mit den Prozenten, was wir da haben, braucht sehr wenig. Okay, wir sind weggefahren, kann ich mich erinnern, also jetzt am Mirabellplatz mit wie viel Prozent? Mit 95 haben wir gesagt, genau. Jetzt haben wir? Jetzt haben wir genau 80. 80. Also wir merken uns für unser Challenge, wir haben also 15% bezogen also auf die Akkukapazität fürs Rauffahren braucht. Genau. Und jetzt schauen wir dann, also wenn wir runterfahren, wie viel das wir wieder gewinnen. Genau, richtig. Also ich schätze mal zwischen 5 und 6 ungefähr. Werden wir wieder gewinnen. Ja. Weißt du, was mich so beeindruckt hat? Die 40 km/h. Die du also jetzt also selbst bei den Steilstufen raufgefahren bist, der hat ja keinen Zucker gemacht, dass er weniger wird. Das einzige Radlfahrer hätte einbremst, oder? Ja. Schaffst du mit dem Dieselbus nicht, oder? Nein, das schaffe ich nicht. Also mit Dieselbus haben wir nämlich, es geht 38 km/h, da ist Schluss. Ein paar Meter weiter hat sich Gary eingeparkt. Wie war denn das also jetzt beim ENIAC? Ich bin mit 53% unten beim Mirabellplatz weggefahren, also SOC, und bin jetzt heroben mit 43% angekommen. Das heißt zusammengefasst, also du hast 10%, also SOC braucht, also State of Charge, und wir haben im Bus 15% braucht. Und jetzt sind wir ganz gespannt, wie sich das also auswirken wird, wenn wir dann runterfahren. Denn erst dann ist die Challenge gewonnen oder verloren. Es zählt der Verbrauch zurück am Mirabellplatz. Für unseren Vergleich war natürlich jetzt, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Wir sind also maximal befüllt, sehr schwer raufgefahren. Jetzt fahren wir runter und haben fast keine zusätzlichen Fahrgäste. Damit sind wir vom Gewicht her leichter. Daher bin ich extrem gespannt, wie diese Spreizung von 15%, die wir jetzt gehabt haben, also jetzt also in der Rekuperation also sich wieder aufladen wird. Was gibt es denn da für einen Tipp? Wahrscheinlich verhält sich das sehr ähnlich, weil das Fahrzeug schon an sich schwer ist. Das heißt, ich glaube, dass beim Rekuperieren
von der Leistung her nicht viel Unterschied sein wird. Jedoch beim Auffahren schon. Bin gespannt. Aber ich glaube nicht, dass es sich um viel reißt. 1-2%, recht viel mehr, glaube ich, wird es nicht sein. Okay. Stichwort Gewicht ist gefallen. Ein Dieselbus vollgetankt, sagst du, ist also gar nicht einmal so viel leichter als jetzt der Elektrobus, wo man immer sagt, Batterien sind so schwer. Ja, viele glauben aber, dass die Batterien so extrem schwer sind, dass man sagt, okay, das kann man gar nicht darstellen. Ein Wesentlich ist, dass wir nur einen Unterschied haben, ein volltankter Dieselbus in 12 Meter Ausführung hat ungefähr 170 Kilogramm weniger wie der Batteriebus mit diesen 480 Kilowattstunden. Weißt du, wie viel diese 480 Kilowattstunden, wenn man rein das Gewicht der Batterie anschaut, wo liegen wir denn da ungefähr? Also ich glaube, dass die Batteriepack hat über 2 Tonnen. 2 Tonnen? Und ja, ich sage mal, der Dieseltank, natürlich fallen schwere Komponenten bei dem Bus weg. Der Motor. Wir haben kein Getriebe, wir haben keinen Motor. Ja. Das sind halt die technisch aufwendigen Komponenten. Deswegen glauben wir, dass wir in der Wartung dann irgendwann einmal wahrscheinlich günstiger fahren werden, weil diese aufwendigen Komponenten nicht da sind. Das Einzige, was gleich bleibt, sind eigentlich die Türen, der Türmechanismus. Da werden wir sicher noch einiges an Wartung haben, aber sonst, glaube ich, wird es da nicht recht viel geben. Nach rund einer Dreiviertelstunde kommen der E-Bus und auch Gary gleichzeitig am Mirabellplatz an. Wer hat jetzt die Challenge gewonnen? Bei mir war es so, wir sind also mit dem Bus mit 95% SOC da weggefahren. Wie wir am Berg oben waren, waren es 80%. Und wie wir jetzt wieder zurückgekommen sind, sind wir bei 85%. Das heißt also, wir haben 5% SOC beim Runterfahren wieder rekuperiert. Oder wie der Gary so schön sagt, für die gesamte Tour haben wir also ungefähr 10% der Batteriekapazität gebraucht. Wie war denn das bei dir? Bei mir hat es so ausgeschaut, dass wir herunten mit 53% weggefahren sind. Oben habe ich dann 42% gehabt am Ende, wenn ich da runtergefahren bin. Und jetzt bin ich mit 46% angekommen. Das heißt, ich habe so in etwa 7-8% SOC gebraucht. Damit hat Gary knapp gewonnen. Eine Überraschung. Eigentlich überraschendes Ergebnis, wie effizient bergauf und bergabfahren mit einem E-Auto funktioniert, weil man einfach über das Rekuperieren einen Teil der Energie wieder retour hält. Und wenn man sich jetzt einmal die Reichweiten anschaut, der Bus hat 10% für die gesamte Tour braucht. Das heißt, der Fahrrad, der ist in Wirklichkeit 10-mal auf und ab ohne Nachladen. Und wenn ich jetzt bei mir sage, mit 8%, dann Fahrrad ist vielleicht ein, zweimal mehr. Aber es ist auf alle Fälle extrem effizient, wie man diese Fahrzeuge bewegen kann. Unsere E-Profis diskutieren noch lange mit Hermann über das Ergebnis, auch zurück in der Albus-Zentrale. Was würdest du sagen, was ist denn dann also auch wirklich möglich? Weil das ist jetzt eine Fahrt gewesen, wo wir extrem schwere Auffahrten gehabt haben, beziehungsweise Leute transportiert haben. Was könnten die Praxis also zahlen? Also von meiner Seite her bin ich mir sicher, dass wir da 10-mal auf alle Fälle locker das schaffen pro Tag. Und herunten in der Stadt fahren wir 370 Kilometer, bis zu 400 Kilometer sind wir auch schon gefahren. Also das wird alles kein Problem darstellen. Und ich glaube, die nächste Generation an Fahrzeugen wird nochmal um 10-20% mehr Reichweite zusammenbringen. Wo kommt denn der Strom für die vielen Busse, die dann später mal mit E-Antrieb unterwegs sind? Wo würden die herkommen? Jetzt würde natürlich auf der Hand liegen, dass ich sage, aus der Steckdosen. Ja. Und der Strom kommt von der Salzburger AG. Nein, wir arbeiten da ganz stark mit der Salzburger AG zusammen. Aber natürlich liegt uns auch, die Salzburger AG ist ja bei uns Mitgesellschaft, da liegt uns das Thema Nachhaltigkeit total am Herzen. Deswegen sind wir jetzt da und installieren da die erste Photovoltaikanlage. Wir werden da 480 kW Peak einmal bei der ersten Anlage erreichen, womit wir auf alle schon mal einen Großteil unseres Stroms selbst erzeugen. Nur wir werden das nicht puffern, sondern wir speisen das untertags in das Netz ein. Am Abend holen wir es uns wieder. Da hat die Salzburger als Netzbetreiber was davon, weil wir das Netz wieder entlasten in der Nacht, wo jetzt ein Überschuss an Strom da ist. In einem zweiten Schritt könnte die PV-Anlage noch deutlich größer werden und über eine Hallenkonstruktion am bereits asphaltierten Betriebshof an die 1,5 Megawatt, also 1500 Kilowatt Peak-Leistung erreichen. Wir haben heute also gelernt. Ein Elektrobus tut sich deutlich leichter beim Bergauffahren wie ein Dieselfahrzeug. Mit 170 Kilogramm mehr auf der Waage ist er auch nur unwesentlich schwerer. Und beim Bergabfahren gewinnt er, wie quasi alle Elektroautos, richtig viel Strom zurück.